Wann war Fortnite's Prime? Bei dieser Frage gehen die Meinungen der Spieler meistens weit auseinander. In diesem Video will ich allerdings klären, wann Fortnite in seiner besten Zeit bis jetzt war. Dafür schauen wir uns harte Fakten und Zahlen an, um wirklich bestimmen zu können, das war Fortnite's Prime. Wir beginnen im Herbst 2017. Epic Games hat ihr neues Spiel Fortnite Save the World rausgebracht. Mehr als Experiment als alles andere wurde eine Battle Royale Version des Spiels in nur wenigen Wochen zusammengeschustert. Und das war die Geburtsstunde von Fortnite Battle Royale. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Spiel von Millionen Spielern angespielt. Es gab die ersten Skins im Season Pass und das Spielgefühl war einsame Spitze. Was die Season selbst anging, war das allerdings noch nicht das Gelbe vom Ei. Es gab viele Bugs und die Waffen waren zum Teil sehr unbalanced. Doch Epics Umgang mit dem Thema war optimal, jede Woche gab es Updates und die Entwickler hielten die Spieler über Social Media auf dem Laufenden. Insgesamt kann man der Season nicht wirklich Schlechtes absprechen, es war die erste Season des Spiels und damit gebe ich der Season eine 8 von 10. Die Kommunikation zwischen Epic und den Spielern zu der Zeit war einfach besonders. Ein amerikanischer Fortnite-YouTuber hat eine Umfrage zu allen Seasons gemacht und das Ergebnis für diese Season von der Community war eine 8,5 von 10. Ich werde euch in diesem Video einmal jede Season wieder in Erinnerung rufen und meine eigene Meinung dazu geben, sowie die Ergebnisse einer Umfrage des Ami-YouTubers zeigen, um euch eine Perspektive zu geben. Ich habe außerdem euch, meine Zuschauer, gefragt, was eure liebste Season war und warum. Die Season, die ihr gewählt habt und die somit die beste Season aller Zeiten war, schauen wir uns später an. Aber jetzt zu guter Letzt, du, der das Video schaut, genau du. Guck das Video bis zum Ende und schreib mir dann in die Kommentare, wann du glaubst, dass Fortnite in seiner besten Phase war. Aber jetzt startet Season 2. Wir bekamen den ersten Battle Pass mit Black Knight, neue Orte und Items wie die Minischilde und Boogie Bombs. Natürlich dürfen wir auch den ersten LTM nicht vergessen, der dazu kam. 50 vs. 50. In dieser Season ging es für Fortnite so richtig ab. Millionen Spieler spielten dieses Spiel und wenn du einen Win geholt hast, naja, dann wurde er erstmal abfotografiert und in der Schule deinen Freunden gezeigt. Aus all diesen Gründen und dem Feeling, was diese Season hatte, gebe ich der Season eine 9 von 10, was die Community genauso sieht. In Season 3 tat Fortnite nun etwas, was sie vom Rest abheben sollte. Sie waren die ersten, die den Battle Pass ganz groß machten. 100 Level, insane Skins, ein super Thema. Heutzutage hat beinahe jedes Game einen Battle Pass. Und ratet mal warum. Fortnite hatte zu der Zeit aus seinem Momentum von Season 2 keinen Sturz gemacht, sondern stieg noch weiter auf und begann somit seine erste Prime. Die ersten Streamer wurden gigantisch und der Hype wurde nur noch stärker, als sie ikonische Items rausbrachten wie das Jagdgewehr, C4 und das Lama. Natürlich gab es noch andere Dinge, wie beispielsweise Double Pump, was zu einer Hassliebe innerhalb der Community wurde. Fortnite war einfach dieses Game, wegen dem man die Schule schwänzen wollte. Zu guter Letzt ließ unser Freund und Fortnite-Papa Donald Mustard einen Kometen auf die Map los, was in der Playerbase zu vielen Theorien führte, inklusive der Theorie, dass Tilted Towers zerstört werden würde. All das machte aus dieser Season etwas Besonderes und in meinen Augen ist diese Season auch eine Top 5 Seasons of all time. Daher gebe ich hier eine 10 von 10. Die Community ist da auf meiner Seite. Als nächstes kommt die Season, mit der die Storyline Fortnites begann. In Season 4 schlug der Komet auf der Map ein und hinterließ einen Krater, nicht in Tilted, sondern in Dusty Depot und an der Einschlagstelle waren nun die neuen Hop Rocks. Wir bekamen einen Superhelden-Battle Pass mit Skins, die Edit Styles hatten und diejenigen, die damals die Lila Styles für Carbide und Omega nicht freigeschaltet haben, bereuen es wahrscheinlich noch heute. Fortnite hatte sich über Nacht einfach so verändert und die Spieler liebten es, mindestens genauso wie das erste Fahrzeug, das Shopping Cart. Außerdem wurde auf der Map eine Rakete gebaut und wir bekamen Quests, durch die wir herausfinden sollten, wer oder was sie baut. Das darauffolgende Live-Event war das erste Event von Fortnite, gleichzeitig aber auch das erste Live-Event der Gaming-Geschichte. Es war insane, der Hype war riesig und ein Spieler konnte in seiner Runde, als das Event stattfand, den höchsten inoffiziellen Kill-Rekord erzielen. Aber das war noch nicht alles. Eines Tages kam ohne Vorwarnung ein neuer Modus online, in dem Fortnite mit freaking Marvel kooperierte und in dem wir einfach zu Thanos werden konnten. Ja, moin! Das zeigte, was für ein besonderes Spiel Fortnite war. Diese Season war einfach krass, die Prime dauerte an. Von mir gibt's eine 10 von 10, die Community gibt dir das auch. Darauf folgte Season 5. Auch dieses Mal gab es einen starken Battle Pass, wir bekamen ein ganzes neues Biom, das erste wirkliche Fahrzeug, Rifts und in meinen Augen die beste Neuerung, den Slow Motion Win Effekt. Der Lootpool war allerdings nicht das Beste, was das Game gesehen hat. Die Meta war klar, Sprayen. Die Tommy Gun war viel zu stark, die blaue SMG war zeitweise besser als jede AR und als sie die P90 ins Spiel brachten, es waren harte Zeiten. Season 5 war auch die Season, in der die ersten In-Person Competitive Turniere stattfanden. Die Summer Skirmish und die Pro-Am. Unvergessen bleibt auch der Tag, an dem Kevin der Würfel auf der Map erschien. Insgesamt fand ich die Season zwar gut, aber auch ziemlich anstrengend. Ich gebe der Season eine 8,5 von 10, die Community gibt ihr immer noch eine 10 von 10, auch wenn die nicht mehr so stark ist.
Jetzt kommen wir zu Season 6 und wohl dem Ende der ersten Prime von Fortnite. Diese Season kam im Herbst um die Halloween-Zeit und das war auch das Thema. Der Battle Pass war um Länge nicht so stark wie die vorherigen, obwohl er das erste Mal Tiere als Backbling einführte. Wir bekamen die fliegende Insel und Zombies, die in den regulären Matches spawnten. Ich persönlich kann mich aber nicht daran erinnern, jemals absichtlich mit denen interagiert zu haben, aber die Spieler schienen es nicht zu stören. Es gab ein Fortnite-Mass-Event, bei dem Epic allerdings einen kleinen Fehler machte, sodass für kurze Zeit Spieler, mich eingeschlossen, statt 150 und 200 XP pro Challenge, 150 und 200 Battle-Sterne bekamen, wodurch ich an dem Tag ca. 35 Level machen konnte. Wir bekommen natürlich auch den Quad Crasher als Fahrzeug, ein wirklich legendäres Ding, was wir in seiner damaligen Form so wahrscheinlich nie wieder bekommen werden. Und ein paar andere Dinge wie Dynamit und den Six-Shooter sowie das Butterfly-Event, welches die Story vorantrieb, aber diese Season hat einfach nicht mehr dieses Feeling der vorherigen Seasons. Ich gebe der Season daher eine 7,5 von 10, die Community gibt ihr immer noch eine 8 von 10. Aber falls euch die Zombies aus der letzten Season nicht nervig genug waren, wird Season 7 dieses Loch füllen. Sie ist eine der am meisten diskutierten Seasons auf der Liste, nicht zuletzt wegen der Flugzeuge oder des mythischen Schwertes, was überall auf der Map für Chaos sorgte. Aber sehen wir es mal anders. Du wachst morgens auf, es ist Samstag, bald ist Weihnachten, draußen hat es geschneit. Und deine Mom bringt dir einen heißen Kakao und ein paar Kekse in dein Zimmer. Du schreibst deinen Freunden auf Discord, ob sie onkommen. Du startest Fortnite und in der Lobby läuft die nostalgische Weihnachtsmusik. Das Feeling war schon auf einem anderen Level. Ach ja, Creative wurde in der Season hinzugefügt, was uns dieses Vergnügen bescherte. Wir haben das Schneebiom bekommen, was später noch wichtig wird. Außerdem wurden Hoverboards hinzugefügt. Ein Traum für jeden Trickshotter. Und wir haben meine persönliche Lieblings-AR bekommen, das Infanteriegewehr. Der Battle Pass war auch nicht schlecht, was gut war nach der letzten Season. Es kam nun aber auch zu der Teilung zwischen Competitive- und Casual-Spielern. Während ein paar mit dem Schwert und den Flugzeugen zurechtkamen, beschwerten sich viele der Comp-Spieler darüber. Nicht zuletzt deshalb, weil das Schwert ein Pro-Scrim komplett zerstörte. Wir bekamen darüber hinaus auch eines der lahmsten Live-Events to date, als der Eiskönig die gesamte Map mit einer Schneeschicht überdeckte. Im Nachhinein erinnere ich mich positiver an diese Season, als sie zu der Zeit für mich war. Daher schraube ich mein Ranking zurück und gebe der Season eine 8 von 10. Come on für die Nostalgie. Die Community hingegen gibt der Season eine 10 von 10. Hoffentlich bringt Season 8 Fortnite wieder auf Trab, denn jetzt bekommen wir erneut ein neues Biom rund um den Vulkan, welcher auf der Map auftauchte, einen ikonischen Battle Pass, der für kurze Zeit kostenlos war, mit Peely und dem wohl schlechtesten Tier 100 Skin. Außerdem gab es noch eine zweite Avengers Collab. Also ehrlich, diese Season ist mit einer meiner Lieblingsseasons. Es war nämlich auch die Season, in der Arena hinzugefügt wurde. Parallel dazu wurde sowohl dort als auch in normalen Public Matches Siphon aktiviert, sodass man pro Kill 50 Leben dazu bekam, bis sie es wieder deaktivierten. Es gab Waffen wie die Flintknock, wir bekamen die Baller und der Fortnite World Cup wurde angekündigt. Zu guter Letzt startete das Unvaulting-Event, bei dem Spieler in Zero Point hüpfen konnten, um eine alte Waffe oder einen alten Gegenstand zurückzuholen. Und sie entschieden sich für die Tommy Gun. War ja klar. Aber als das Event zu Ende war, wurden alle Spieler in die Luft katapultiert und sahen, wie Retail Row teilweise und Tilted Towers vollständig zerstört wurden. Ich gebe der Season eine 10 von 10, ich hatte da sehr viel Spaß und die Vibes waren einfach spitze. Die Community gab der Season eine 9 von 10. Wir nähern uns dem Ende von Kapitel 1 und sind jetzt in Season 9. Die zerstörten Orte Retail und Tilted wurden futuristisch aufgewartet und wurden zu Mega Mall und Neo Tilted. Außerdem wurde die Pump Shotgun zum ersten Mal gewaltet. An ihrer Stelle haben wir die Pombat Shotgun bekommen. Auf der ganzen Map verteilt waren Windtunnel und Plattformen, auf die man fliegen konnte und von wo aus man überall hin rotieren konnte. Es gab Items wie den Stormflip, Splasher und den Proximity Launcher und wir bekamen die Fortbytes Questline, bei der man verschiedene Quests machen musste, um Fortbytes zu sammeln und ein Mosaik zusammenzusetzen. Dieses Mosaik legte den Grundstein für das große Live-Event der Season, Monster vs. Mech. Das Monster brach aus dem Eisberg aus Season 7 aus und griff die Insel an, der Mech wurde konstruiert, um die Map zu beschützen. Dieses Live-Event war eines der besten und hat dieser sonst so lacklusteren Season ordentlich für Stimmung gesorgt, ebenso wie der World Cup, der in dieser Season stattfand. In meinen Augen allerdings reicht das nicht, die Season war einfach zu voll und die Map wurde zu unordentlich, was sich leider in der nächsten Season nur verschlimmern sollte. Ich gebe der Season eine 7 von 10, die Community gibt ihr eine 7,5 von 10, ein verdientes Ranking. Aber wie bereits angekündigt, jetzt wird es heftig. Diese Season ist wohl noch jedem im Gedächtnis. In Season 10 fügte Epic wie im World Cup angekündigt, dass die Depot sowie die Factory und den Kometen hinzu. Außerdem bekamen wir eine Low-Gravity-Zone in Loot Lakes sowie verschiedene Rift-Zonen über die Season verteilt.
Viele erinnern sich bestimmt noch an Taco Time in Greasy Grove oder an Tilted Town, wo man nicht bauen konnte, was im Laufe der Season zu Gotham City wurde, als die Batman-Collab ins Spiel kam. Es gab auch noch Pandora, was im Rahmen einer Borderlands-Collab hinzugefügt wurde, aber hätte ich nicht nachgeguckt, was es in dieser Season alles gab, wäre mir das nicht eingefallen. Dazu kommen noch ein paar andere Orte und Dinge, die nicht hängen geblieben sind, außer diese eine Sache. Adressiere mir den Elefanten im Raum. Moin. Was geht? Liked das Video und abonniert den Kanal. Die Mechs. Ich weiß wirklich nicht, was Epic sich dabei gedacht hat. Diese riesigen Roboter, die von 2 Spielern benutzt werden konnten und Raketen schießen konnten, waren wohl das schlimmste, overpowerte Item-Slash-Fahrzeug, was jemals im Game war. Alle, Streamer, YouTuber, Pros und Casuals, waren sich einig, dieses Ding ist Mist. Epic antwortete darauf mit einer Statistik, die zeigte, dass Spieler die Mechs gar nicht so sehr hassen würden. Irgendwann wurden sie dann genervt, aber da war es schon zu spät. Viele Spieler verließen das Spiel, ich habe beispielsweise nicht einmal Level 100 im Battle Pass erreicht. Der war by the way auch extrem schlecht, das waren einfach nur Remakes von existierenden Skins. Anyways, ich gebe der Season eine 3,5 von 10. Die Community gibt ihr immerhin noch eine 6 von 10. Aber ich muss zugeben, im Lichte vergangener Seasons sah Season X gar nicht mehr so schlimm aus. Aber dazu kommen wir noch. Es wurde Zeit, dass wir dieser chaotischen und vollen Map Lebewohl sagen. Und das passierte im Black Hole Event. Bis heute bekomme ich Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre. Fortnite ging für 3 Tage offline, sogar die Nachrichten berichteten darüber. Letztlich wurden wir auf eine neue Map gebracht und starten Kapitel 2 Season 1. Direkt nach Starten des Spiels wurden wir aus dem Battlebus geworfen und konnten die neue Map erkunden. Wir konnten schwimmen, genockte Spieler tragen und angeln. Nach der letzten komplett verrückten Season war der Lootpool dieses Mal sehr ruhig und Standard. Das wurde aber sehr schnell zum Problem, da diese Season sich dadurch sehr schnell langweilig angefühlt hat. Das einzige Update, an das ich mich erinnern kann, war das mit der Harpune. Und nach Recherche gab es noch das Halloween-Update mit dem Storm King-Event, was wir auch lange nicht mehr gesehen haben. Es gab auch ein Star Wars-Event, in dem sie Lichtschwerter hinzugefügt haben, aber die waren sehr buggy. Und obwohl die Idee gut war, hat es an der Umsetzung doch ordentlich gehapert. Zu guter Letzt, weil die Season so lange ging, nämlich 128 Tage, hat Epic uns das erste Winterfest geschenkt, bei dem wir zum ersten Mal kostenlose Cosmetics bekamen. Die Season ging tatsächlich so lange, dass sie zur längsten Season jemals wurde. Und sie war wirklich nicht ereignisreich. Der Hype der neuen Map war schnell vorbei. Fortnite hatte das Momentum nicht genutzt. Daher gebe ich der Season eine 6 von 10. Die Community gibt ihr eine 6,5 von 10 bzw. eine 7 von 10. Und nun auf in die zweite Season. Diese Season wird von vielen Spielern als der Beginn der zweiten Prime von Fortnite gesehen. Der Battle Pass war der beste seit langem, wenn nicht sogar der beste überhaupt. Mit Skins, die wir selber erstellen konnten und anderen, denen wir bestimmte Teams zuordnen konnten. Und natürlich Deadpool in seinem Raum hinter dem Hauptquartier. Orte wie The Agency und The Shark tauchten auf der Map auf und an diesen Orten gab es Bosse, die mythische Waffen hatten, was zu diesem Zeitpunkt neu für Fortnite war. Außerdem waren an diesen Orten die Henchmen und, nun ja. Are you fucking kidding me? Wo wir gerade dabei sind, Controller-Spieler waren in der Season wirklich gut bedient, da der Aim Assist verrückte Dimensionen annahm. Die Hubschrauber wurden hinzugefügt und da die Season in die Mitte des ersten Lockdowns fiel, war es auch nicht schlimm, dass sie 112 Tage ging, fast so lang wie Season 1. Aber da sowieso jeder immer online war und gegrindet hat und wir dieses Mal mehr Content und Items und so weiter hatten, die das Spiel spaßig machten, war der Unterschied zu Season 1 schon stark spürbar. Zu guter Letzt bekamen wir das Travis Scott Konzert, ein unfassbar krasses Erlebnis und wer die Skins verpasst hat, bereut es wahrscheinlich. Es gab auch das Live-Event-Finale der Season, The Device. Milas wollte den Sturm zurückdrängen, doch dabei wurden wir mehrmals von der Map in das Büro von Agent Jones teleportiert, unser erster Ausbruch aus der Schleife. So wurden auch mehr Leute auf die Storyline aufmerksam und diese versprach, sehr gut zu werden. In meinen Augen war diese Season eine sehr starke Antwort auf eine sehr schwache erste Season. Diese Season war vom Feeling her so besonders wie lange keine Season mehr. Auch dadurch, dass sie uns durch den Lockdown geholfen hat, ist sie so im Gedächtnis geblieben. Ich gebe ihr eine 10 von 10 definitiv in meinen Top 5 Seasons und die Community gibt ihr die eindeutigste 10 von 10 bisher. Die Zone, die durch das Live-Event aus Wasser bestand, flutete nun in Season 3 die Map. Zunächst war die Map fast vollständig unter Wasser, aber jede Woche sank das Wasserlevel weiter. Wir bekamen Haie, die wir für Loot killen, als auch reiten konnten, redesignte und neue POIs mit neuen Bossen und neuen mythischen Items und allgemein neuen Waffen. Epic brachte das Jagdgewehr mit neuen Sounds zurück und ersetzte die Pump erneut mit einer anderen Shotgun, der Charged Shotgun. Zu Beginn war die Waffe sehr schwer zu benutzen, aber nach ein paar Wochen hatten wir den Dreh raus. Mitten in der Season brachte Epic das große Auto-Update raus. Verflucht sei diese Season! Nee, aber mehr, damals war das ziemlich sick. Zusammen mit den Autos bekamen wir auch die neue Feuermechanik, die meiner Meinung nach okay war, aber jetzt nicht sonderlich weltbewegend. Viele Spieler kritisierten, dass Season 3 viele Bots hatte.
Und es gibt Videos mit Beweisen, dass teilweise nur 15 bis 25 echte Spieler in den Runden waren, aber ich persönlich habe davon nichts mitbekommen. Wovon ich aber mitbekommen habe, waren die freaking Marauders und Junge, waren die nervig. Wenn die dich einmal gespottet haben, dann haben die dich verfolgt, bis du oder sie tot waren. Diese Season war mit knapp 70 Tagen sehr viel kürzer als die vorherigen, daher störte das nicht so sehr. Das Konzept mit dem sinkenden Wasser und die neuen Bosse und Waffen gaben dem Spiel frischen Wind, obwohl die Sache mit dem Wasser teilweise doch nerviger war als gedacht. Man konnte dort sehr schlecht bauen und jeder Gegner konnte mit den Strudeln wegfliegen. Ich gebe der Season eine 7 von 10, das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass sie zwischen zwei sehr kranken Seasons lag. Die Community gibt ihr eine 8,5 von 10. Wir landen nun also in Season 4, der Marvel Season. Und Mann, war das eine Season! Der Battle Pass war der ikonischste Battle Pass, was nicht schwer war, denn alle Skins sind bekannt. Und wir bekamen passend zu den Superhelden mythische Items, die unfassbar OP waren, aber trotzdem Spaß gemacht haben. Es gab sogar ein paar Skin Cups mit diesen Items, in denen ich gar nicht mal so schlecht performt habe. Dann droppte der coolste POI in meinen Augen, Stark Industries. Eine Nachbildung von Upstate New York zusammen mit dem Stark Industries Compound, der Stark Industries Rifle und dem Iron Man Auto und Unibeam. Come on, besser wird's nicht. Diese Season war so beladen mit neuem Content, dass ich fast vergessen habe, dass es noch ein Fortnite-Mers-Event gab, bei dem Spieler, nachdem sie eliminiert wurden, als Geister zurück auf die Insel kommen konnten. Während der Season wurde ein kleiner Stern am Himmel bemerkt, der aber kein Stern war, sondern freaking Galactus. Der wurde von Tag zu Tag, Update zu Update größer und größer, bis wir letztlich das Galactus Live-Event bekamen. Bis heute hat dieses Live-Event den höchsten Player-Count jemals mit 16 Millionen gleichzeitigen Spielern. Und dieses Event war der helle Wahnsinn. Ein grandioser Abschluss für eine grandiose Season. Daher gebe ich auch eine 10 von 10. Wieder eine Top 5 All-Time Season. Und die Community gibt ihr ebenfalls eine 10 von 10. Allerdings sollte Season 5 dieser zweiten Prime ein Ende setzen. Die Season war nicht völliger Mist, versteht mich nicht falsch. Aber das Gunplay. Also sie haben wieder die Pump rausgenommen und uns eine neue Shotgun gegeben. Die Lever Shotgun, die sich so beschissen angefühlt hat. Also, ich verstehe es einfach nicht. Wir bekamen ein neues Sandbiom in der Mitte der Map und Salty Springs wurde mit Tilted Towers verkuppelt. Außerdem hatten wir viele Collabs diese Season, unter anderem den Mandalorianer und den Predator, der die schlechteste mythische Fähigkeit hatte, die ich je gesehen habe. Wir bekamen auch das Goldsystem und exotische Waffen, beides hat sich bis heute gehalten. Okay, aber was macht diese Season dann so schlecht? Das Key Feature, welches neu ins Spiel kam, war Sand Tunneling. Das funktionierte ausschließlich im neuen Sandbiom. Durch einen Bug wurde das aber schnell wieder rausgenommen und war für beinahe den Rest der Season nicht mehr online. Auch die Implementierung der Sandkristalle, die im Grunde dasselbe waren wie die Skulls jetzt, waren eine gute Idee, aber es gab sie nur in der Mitte der Map, wo niemand hinging, weil man dort A, sehr leicht anzuschießen war und B, der einzige Grund wirklich dahin zu gehen, das Sandtunneln war, was ja deaktiviert wurde. Für mich gibt's nur eine 6 von 10, die Community gibt ja eine 7 von 10. Wir sehen hier also, dass Seasons, in denen die Pump entfernt wurde, eher ein schlechteres Ranking bekommen als Seasons, in denen sie sich noch gibt. Dieser Trend ist relativ konsistent über alle Seasons verteilt. Könnte das ein Grund sein, warum Fortnite's Prime so zerstückelt ist? Wir machen weiter mit Season 6 und ich kann es kaum erwarten, diese Season zu skippen. Holy shit, war die Mist! Wir starteten mit einem Pre-Season-Live-Event, was okay war, es hat die Story vorangetrieben, aber so wirklich krass war das jetzt auch nicht. Es gab ein neues Biom in der Mitte der Map und da hinzugehen war mal wieder kompletter Mist, weil man auch wieder nicht bauen konnte. Es war auch die Season, die Crafting eingeführt hat, was eine gute Idee war, aber mal ehrlich, ich habe gar nicht als die Sachen aufgehoben, geschweige denn die Waffen, die man dafür brauchte, denn die waren völliger Mist. Der Waffenpool der Season war ziemlich zerstört, die Map hat sich nicht gut angefühlt und ehrlich gesagt brauche ich auch gar nicht mehr über diese Season zu sagen und wirklich mehr zu sagen gibt es auch nicht, denn diese Season war völliger Schrott. Ein Streamer meinte einmal, diese Season sei Fortnite's Anti-Prime. Ich gebe der Season eine 3 von 10. Sagen wir mal so, die Pump war zurück und der Wille war da, aber es war schon sehr schlecht. Die Community gibt dieser Season überwiegend eine 1 von 10, aber es läuft eher auf eine 3,5 von 10 raus. Mit Season 7 konnte Fortnite aus dem Mist Gold machen. Und das haben sie auch geschafft. Kind of. Wir bekamen ein Alien-Theme. Im Battle Pass war das eher mit, aber in-game haben sie das besser umgesetzt. Allerdings waren die UFOs doch schon ziemlicher Abfuck. Es gab die Railgun, eine unfassbar geile Waffe, wenn man wusste, wie man sie einsetzt, den Gravitron, den Propifier, die Plasmakanone und Nanite Cubes. Da haben sie nochmal alles rausgeholt, um Season 6 wieder gut zu machen. Dafür haben sie auch die Primal POIs zerstört und ein großes Mutterschiff über die Insel lungern lassen, was sich im Early Game geöffnet hat, um über verschiedenen Orten Spieler einzusammeln, welche in Minigames spielen und sich qualifizieren mussten, um krassen Loot zu bekommen. Das Live-Event am Ende der Season hat uns dann Kevin und seine Freunde zurückgebracht und uns glauben lassen, dass die Map für die nächste Season völlig zerstört ist. Aber da wurden wir veräppelt. Ich fand die Season um Längen besser als die beiden vorherigen. Daher gebe ich hier eine 8 von 10. Die Community gibt ihr eine 7,5 von 10.
Die Hoffnung, dass Fortnite zu seiner dritten Prime kommt, war hoch. Das Live-Event und die vorherigen Seasons versprachen viel und Epic hat es hinbekommen, es zu verkacken. Die Map für Season 8 sollte eigentlich zerstört sein, aber die Spieler waren enttäuscht, als sie aus dem Battlebus sprangen und merkten, dass sich nichts verändert hat. Klar, am Rand der Map waren ein paar UFO-Teile mit einer Art Windtunnel, aber mehr war nicht. Wir bekamen ein paar neue Sideways-Waffen, die ziemlicher Müll waren, sowie die Sideways selbst, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals absichtlich da reingegangen zu sein. Es gab Würfel, die über die gesamte Map rollten, die übrigens miese hässlich war, und einen großen Würfel-POI in der Mitte der Map. Da zu landen war allerdings ebenfalls blöd, denn man konnte nirgendwo hoch, weil es erstens noch kein Klettern gab und zweitens man dort nirgendwo Mats fahren konnte, um sich hochzubauen. Aber Epic schien sich zu denken, hold up, I got one more in me. Und sie brachten tatsächlich die Max zurück. Es ist unfassbar, wirklich. Diese Season war das Gegenteil von Season 7. Es schien ganz so, als wolle Fortnite gar nicht in seine dritte Prime. Am Ende der Season bekamen wir ein Live-Event mit The Rock und overall war das schon ziemlich gut und es hätte das beste Live-Event werden können, wenn es nicht einen Tag vorher gespoilert worden wäre. Von Fortnite selbst. What? Aber wir sahen die Map vor unseren Augen kippen und wurden in Kapitel 3 Season 1 geworfen. Hier startet Fortnites dritte Prime. Endlich. Eine neue Map mit verschiedenen Biomen und sie hatte so viel am Start. Es gab Tornados, Bäume, die umfallen konnten und Damage machten. Der Loot Pool war frisch und nicht so lahm wie in Chapter 2, sondern brachte uns Waffen wie die MK, die Striker Shotgun und die Stinger SMG. Es gab auch Mad Mist, mit dem man beim Laufen heilen konnte und die Shield Cakes. Außerdem wurde die Slide-Mechanik eingefügt, die neuen Wind in das Spiel brachte. Aber der Hauptgrund, warum diese Season so klasse war, war natürlich die Spider-Man Mythic. Und ich muss ehrlich sagen, sie waren genau so, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Manche Leute sagen, dass das Schwingen sogar besser sei als in den Spider-Man-Spielen selbst. Season 1 war auch die Season, in der die Siegeskrone eingeführt wurde und wir Zelte bekamen, wo man Loot verstauen konnte, den man in anderen Matches wiederverwenden konnte. Im Winter-Update fuhr Sergeant Winter über die Map und verteilte Geschenke und wir bemerkten im Schneebiom einen Ort, der merkwürdig bekannt aussah. Unter dem Eis war eine Stadt versteckt. Und eines Updates war es dann soweit, Tilted Towers kehrte zurück. Und als der Schnee beinahe ganz geschmolzen war, tauchte noch etwas auf. Klombo. Also diese Season war so beladen und einfach geil. Ich erinnere mich zwar, dass die MK ziemlich OP war, aber alles in allem war diese Season wirklich nice. Die Community und ich geben hier eine 10 von 10. Dann kam Season 2 mit einer krassen Nachricht. Fortnite entfernte für den Beginn der Season Bauen. Parallel dazu fügten sie den Overshield, Sprinten und Klettern hinzu. Das brachte viele Spieler, die die versweateten Bilder hassten, zurück zum Spiel. Auf der Map verteilt waren nun Kanonen und Zeppeline und Panzer und gepanzerte Battlebusse fuhren durch die Gegend. Die waren nicht so cool. Ich denke, Fortnite hätte bestimmt noch ein paar andere Sachen rausgehauen, IRL-Umstände haben sie aber ordentlich ausgebremst. Die Meta war hier wieder sehr spamlastig mit der Auto-Shotgun und der Burst-AR, die auch den ein oder anderen Nerf hätte bekommen können, aber ansonsten war die Season in Ordnung. Zum Schluss gab es noch ein Live-Event, in dem der Mac zurückkam, um die Map zu retten, und wir bekamen ein paar weitere Story-Entwicklungen, aber im Ernst, ich habe keine Ahnung, wo wir da gerade sind oder was passiert, die Story ist viel zu verworren und komisch. Die Community gibt dieser Season eine 7 von 10. Ich persönlich fand die Edition von Zero Build zwar okay, ich habe es aber nie wirklich gespielt. Trotzdem finde ich nice, dass es so viele Spieler zurück zum Game gebracht hat. Daher gebe ich der Season eine 7,5 von 10. Panzerabzug. Hier stoppt nun aber Fortnites dritte Prime und ihr wisst bestimmt warum. Fortnite Season 3 Vibing. Oh boy, wo fange ich da an? Zuerst einmal die neuen POIs, Trash. Es lief überall Musik, alles war viel zu bunt und weird und diese Ballerbahn? Also was war da los? Der Lootpool der Season geht glaube ich auch ein in die Geschichte als der schlechteste Lootpool ever. Die DMRs in allen Formen und Farben, die Two-Shot-Shotgun und die Charged SMG? Also ich bitte euch. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht anzufangen von der gottverfluchten Anime-Collab mit Dragon Ball und der Mythic, dem Kamehameha. Wir hatten zwar eine Menge anderer Collabs wie Star Wars und Indiana Jones, aber die haben gar nichts gerettet. Diese Season hat sich für mich genauso schlecht angefühlt wie die Primal Season. Es wirkte einfach so, als hätte Epic gesagt, yo, nehmt das und wir sehen uns in 200 Monaten wieder. Daher gebe ich der Season dasselbe Ranking wie der Primal Season, eine 3 von 10. Die Community gibt ihr eine sehr großzügige 6,5 von 10. Die Chapter gingen ab Chapter 3 immer kürzer und somit sind wir nun schon am Ende des Kapitels in Season 4 Paradise. Diese Season war die Chrome Season. Wir konnten in dieser Season durch die verchromten Wände klettern und unsere Waffen aufwerten, je mehr Damage wir gemacht haben.
Das Chrom-Gedöns hat aber fast niemand genutzt. Die Evo-Chrom-Waffen waren so schwach, da hätte man auch einen Pickaxe-Fight machen können. Es gab wenige Updates und verglichen mit vergangenen Fortnite-Mers-Events war das in dieser Season schon ziemlich schwach. Die Map war auch komplett versifft mit dem Chrom überall. Das einzige, was diese Season noch retten konnte, war das Live-Event am Ende des kurzen Chapters. Leider war dieses Event noch schlimmer als die Season selbst. Der Bösewicht der Season starb in einer 5 Sekunden langen Cutscene und für den Rest des Events mussten wir 30 Minuten, nochmal 30 Minuten Creative Quests machen. Was zur Hölle? Also da hat sich im Vergleich zur letzten Season wirklich gar nichts getan, wenn nicht sogar noch alles verschlechtert. Ich gebe der Season dasselbe Ranking wie der Season davor, eine 3 von 10, aber nur, weil es kein Kamehameha gab, sonst wäre es noch schlechter gewesen. Die Community hat offensichtlich nur 4 Games gespielt und dann gesagt, passt so und den Rest gar nicht mitbekommen, denn sie gibt ja eine 6 von 10. Gott sei Dank lassen wir die Map nun hinter uns und kommen in Kapitel 4 Season 1 auf eine neue. Es gibt einen neuen Lootpool mit dem Shockwave Hammer, dem Excalibur, der Red Dot AR und viele mehr. Kombiniert wurde er mit den Realitätserweiterungen. Mit den richtigen Augments konnte man tatsächlich eine Menge lustigen Zeugs machen oder sich einen Vorteil erlangen. Was in der Season auch passierte war... nichts. Epic war nämlich im Urlaub und hat deshalb verschiedene Bugs gar nicht oder erst spät gepatcht. Außerdem war die Red Dot AR ziemlich stark und die Hammer haben ordentlich PTSD gegeben. Aber alles in allem war das eine solide erste Season. Bonuspunkte für eine neue Map. Ich gebe der Season eine 7 von 10, die Community eine 7,5 von 10. Season 2 startete mit einem Bang. Wir bekamen einen neuen POI, Mega City, der größte POI, den Fortnite je gesehen hat. Das Katana und die Log-On-Pistol wurden hinzugefügt, wir bekamen statt Loot-Drops Kisten auf der Map, die man öffnen konnte, und die Loot-Insel kam ins Spiel. Negativpunkte waren definitiv die Slurps, die einen 0, nichts wieder auf 200 Leben hochhalten, und die Augments, die mittlerweile einfach nicht mehr so viel brachten und man ewig neu rollen musste, um was Gutes zu bekommen. Außerdem gab es wieder eine Anime-Collab mit einem neuen mythischen Item und eine Star Wars-Collab nicht nur mit Lichtschwertern, sondern auch mit der Macht. Ernsthaft, erzählt mal jemandem aus 2018, was hier alles abgeht, die glauben euch kein Wort. Allerdings gab es auch die eine oder andere positive Sache. Ranked wurde in der Season eingeführt. Ein Update zum ausgelutschten Arena-Modus, der ein neues Feeling gab. Zudem wurde Creative 2.0 angekündigt, eine neue Möglichkeit für Creators, neue, bessere Maps zu erstellen. Ich weiß noch, dass zu der Zeit mein Interesse für das Spiel und der Hype einfach nicht mehr das gleiche war und vielen anderen ging es genauso. Dieser Season gebe ich daher wieder eine 7 von 10, die Community gibt ihr eine 8 von 10. Und jetzt ab in Season 3 Wilds, oder sollte ich lieber sagen Primal 3.0? Wir bekamen den neuen Dschungel-POI mit Schlamm als Movement. Überall liefen Wölfe und Dinos rum und in den neuen Tempeln zu bauen war praktisch nicht möglich. Im Lootpool war diese Season unter anderem die Drum Shotgun, was an sich schon mal ein schlechtes Zeichen war, und wacke Waffen wie die Thermal-DMR und das Wespenglas. Im Ernst, was ist das? Um die Season zu retten, brachte Epic im Laufe der Season eine abgespeckte, schlechtere Version der MK raus, sowie die Schafzahn-Shotgun, die einfach die Spaz war, aber mit anderen Sounds und schlechteren Stats. Ach ja, und da war noch die Transformers-Collab mit dieser riesigen Kanone, die komplett komisch und inkonsistent war. Und es gab ein Sommer-Event, bestehend aus einer angemalten Wand und Quests. Die Season war einfach schlecht, die Performance im Dschungel war immer Mist und es war einfach eine komische Season, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Die Community gibt der Season eine 5 von 10 und ich rank sie sogar noch darunter und gebe ihr eine 4 von 10. Weiter geht's mit Season 4 Last Resort. Wir bekamen 3 neue POIs auf der Map, in denen Vaults waren, in denen jede Runde 3 andere Mythics waren, aus denen wir uns eine aussuchen konnten. Es gab den Rocket Ram, eine neue Art, um über die Map zu fliegen, die Twin Mag AR, ein Throwback zur Red Dot AR, denn die beiden Waffen waren schon ziemlich stark, und den Koffer. Naja, der war jetzt nicht so der Kracher. An dieser Stelle waren die Augments übrigens ziemlich überflüssig, viele Spieler benutzten sie nicht mal mehr. Der Battle Pass der Season war endlich mal ein wenig stärker und wir bekamen den Bösewicht der Season, den Vampir Cato Thorn. Er brachte uns auch das Fortnite-Mers-Event, aber noch wichtiger war das Gerät, was er mitbrachte. Eine Zeitmaschine. Mehr dazu gleich. Diese Season erinnerte vom Vibe her sehr an Chapter 2 Season 2, mit den Vaults und den Bossen und diesen cleanen neuen Orten. Ich gebe der Season eine 7 von 10, weil dann doch recht wenig passiert ist. Aber die Community gibt ihr eine 8 von 10. Und jetzt nochmal zurück zu der Zeitmaschine. Denn Spieler fanden schnell heraus, dass an der Zeitmaschine ein Datum stand. Und dieses Datum war in Chapter 1 Season 5. Sofort fing die Gerüchteküche an zu brodeln. Nicht lange danach kündigte Fortnite offiziell die Rückkehr der alten Map an für Chapter 4 Season 5 OG. Das schlug ein wie eine Bombe. Jede Woche gab es eine neue alte Season, angefangen mit Season 5 ganz bis Season X. Das heißt, jede Woche ein neuer Lootpool, aber die Hauptsache war die Nostalgie. Mit den Freunden nochmal auf der alten Map spielen hat so manche Erinnerung zurückgebracht. Leider ging diese Season nur einen Monat,
eine Art Mini-Season. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem frischen Content gab, wie beispielsweise das Eminem-Konzert oder die Ankündigung des Lego- und Racing-Modus. Aber diesen Monat haben wir genossen, bis das End-Event noch einmal startete. Nachdem das Event zu Ende war, ging das Game allerdings nicht offline, sondern man konnte normal weiterspielen, bis dann ca. 10 Stunden später die Downtime anfing. Ich gebe der Season eine klare 10 von 10, die Community sieht es logischerweise auch so. Diese Season hat so viele Spieler zurückgebracht, dass hier in meinen Augen Fortnites vierte Prime begann. Und der Hype über die OG-Season schwappte sogar auf die nächste Season über. Fortnite Chapter 5 Season 1 brachte uns eine neue Map, über die ein Zug fuhr. Auf dieser Map gab es zwei Lager, den Untergrund und die Society. Diese liefen als Bosse über die Map und wenn man sie eliminierte, droppten sie eine mythische Waffe sowie ein Medaillon, welches passiv Schild gab. Der Battle Pass war auch stark, denn er brachte Peter Griffin endlich nach Fortnite. In der Season bekamen wir neben einem neuen Lootpool mit dem Riot Shield oder dem Interhaken auch Weapon Attachments sowie eine neue, kontroverse Änderung. Fortnite endete die Movement-Animation. Sofort waren die Spieler auf den Barrikaden. Diese Änderung sorgte dafür, dass das Spielgefühl komplett anders wurde. Alles fühlte sich langsamer an. Nach ein paar Tweaks beruhigten sich die Pros aber wieder. In der Season wurde auch Lego Fortnite veröffentlicht, ebenso wie die anderen Modi. Dieser Modus hatte zu Beginn sogar weitaus mehr Spieler als Battle Royale, aber nach einer Woche war der Hype auch wieder vorbei. Hätte Epic vielleicht ein bisschen mehr Content schneller rausgebracht, wäre der Modus nicht so gestorben. Ansonsten hat die Season bis auf die Auto-Shotgun viel Spaß gemacht und ich gebe der Season eine 7 von 10. Das nur aus dem Grund, dass sie diesen hyperrealistischen Look der Map absolut nicht leiden kann. Die Community gibt ihr eine 8 von 10. Während Season 1 tauchte auf einmal Pandoras Box auf der Map auf und läutete das Thema von Season 2 ein, Myths and Mortals. Nachdem der Launch ein wenig verzögert wurde, fanden wir auf der Map zwei neue Biome, eins im Norden, wo die Unterwelt nun aufzufinden war, zerfurcht vom Fluss Styx und eins im Süden, wo nun Mount Olympus ragte. Es gab neue Items wie die Flügel von Icarus und den Blitz von Zeus sowie die Ketten des Hades, die ziemlich unbalanced waren und Schaden durch Builds machen konnten. An den neuen Orten verteilt waren Bosse und wenn man sie eliminierte, droppten sie eine mythische Waffe und ein einzigartiges Medaillon, welches Spielern Fähigkeiten wie schnelleres Sprinten oder Siphon gab. Neue Waffen wie die Gatekeeper Shotgun und die Ares Eier brachten neue Dynamik ins Spiel. Allerdings war das Interesse in das Spiel sehr schnell nicht mehr da. Versteht mich nicht falsch, die Teaser waren klasse und das Thema klang super, aber irgendwie hat die Season die Erwartungen nicht erfüllt. Stellt euch nur vor, wie die Season gewesen wäre, wenn wir für jeden Gott ein mythisches Item bekommen hätten. Die Season hatte so viel Potenzial. Ich gebe ihr daher eine 6 von 10, die Community eine 7 von 10. Kommen wir nun zur letzten Season auf der Liste zum Stand der Aufnahme, Season 3 Wrecked. Wir bekamen das neue Wasteland-Biom, was beinahe die gesamte südliche Map bedeckte. Nicht nur das, sondern auch noch das, was ich in Chapter 2 Season 3 verflucht hatte. Autos. Sobald wir online gingen, merkten wir, dass überall auf der Map Autos zu finden sind, ebenso wie Tankstellen, an denen wir Auto-Upgrades holen konnten. Zu Beginn der Season muss man sich einfach in ein Auto setzen, einer fährt und der andere blastet einfach mit dem Geschütz oder dem Granatwerfer. Das hat manche Casuals natürlich gefreut, uns hat es bestimmt Spaß gemacht, aber der Rest der Playerbase hasste die Autos. Und nicht nur die, Epic brachte auch Nitro und Nitro Fists ins Spiel. Die Season war wahnsinnig anstrengend und die Magnetofäuste und das Piratenschiff von Fluch der Karibik haben das nicht besser gemacht. Sogar der Battle Pass war mit, aber Gott sei Dank kam ein Modus in die Season online, der die Season retten sollte. Fortnite Reload. In diesem Modus spielte man auf einer kleineren Version der Chapter 1 Map mit dem alten Lootpool und, sollte das Team noch leben, automatischen Reboots. Letztlich hat Epic in Ranked die Autos und fast alle neuen Items gewaltet, um Turnierumstände zu simulieren. Allerdings war auch das keine Hilfe, denn je mehr man Ranked spielt, desto schwerer werden die Gegner, bis man in keinem Modus mehr eine Chance hat. Fortnite hätte wirklich einiges machen müssen, damit diese Season besser in Erinnerung bleibt. Denn mit dieser Season stoppt Fortnites vierte Prime. Die Community gibt der Season oft eine 1 von 10, aber im Ganzen landet die Season bei einer 5,5 von 10. Ich gebe der Season eine 4 von 10, Tendenz nach unten. Wenn dieses Video online kommt, ist Chapter 5 Season 4 wahrscheinlich schon in voller Fahrt und zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die ersten Teaser und Trailer schon online. Mein erster Eindruck? Ach, gefährlich. Hat das Potenzial eine gute Season zu werden, aber könnte genauso schnell in eine andere Richtung kippen wie Season 3. Wir haben nun ein Bild. Wenn wir uns also alle schlecht bewerteten Seasons einmal angucken, was fällt uns auf? In der Primal Season waren wir in einer urzeitmäßigen Umgebung mit orangenen Wäldern und komischen Waffen. In Season 8 bekamen wir das verbreitende Würfelzeug, was die Map dunkel und karg aussehen ließ. Oder die Chrome Season, in der alles silbern war und die Farbe aus dem Spiel genommen hat. Oder der Dschungel, kompletter Kontrast, wo man gar nichts mehr sehen konnte, weil viel zu viel abging. Und jetzt in Season 3 das Wasteland-Biom, was einfach nicht sehr einladend aussieht. Wenn wir aber an die Seasons denken, die positiv bewertet wurden, wie Chapter 2, Season 2 oder Season 4. Die Map war clean, freundlich, farbig, nicht zu viel, nicht zu wenig, die Waffen fühlten sich gut an.
Offensichtlich wirken positivere Season-Themen besser als diese apokalyptischen, dunklen Seasons. Und das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle in dem Ganzen. Und nun zum krönenden Abschluss. Wie legen wir fest, was die beste Prime-Season von Fortnite war? Dazu schauen wir uns zum einen das Ergebnis meiner Umfrage an, sowie das Ergebnis der Community. In meinen Kommentaren seid ihr breit gefächert, aber es sieht so aus, als seid ihr bei Chapter 1 Season 4 und 8 und Chapter 2 Season 2 sowie Chapter 3 Season 1. Das passt gut zu der vorigen Erkenntnis mit den guten Themen, der cleanen Ästhetik sowie einem guten Spielgefühl. Die Community hat sich mit starkem Abstand auf Chapter 2 Season 2 festgelegt, gefolgt von Chapter 2 Season 4. Und der Sprung ist enorm, die beiden Seasons ragen weit heraus. Auf dem dritten Platz landet Chapter 3 Season 1. Und da seid ihr mit euren Meinungen gut vertreten. Es scheint also, als sei Fortnite's Prime in Chapter 2 Season 2, 3 und 4. Und ehrlich gesagt, da bin ich bei euch. Also freut euch auf das Ende des Jahres, wenn Chapter 2 OG rauskommt. Und bis dahin schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was eure liebste Season war, wann ihr glaubt, dass Fortnite's Prime war und ob ihr mit dem Ranking einverstanden seid.